Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute meinen absoluten Lieblings-Make-up-Look zurzeit schminken und habe euch einfach mal mitgenommen sozusagen. Ich creme mich natürlich als erstes ein und werde meiner Haut sozusagen ein bisschen Feuchtigkeit spenden. Hier benutze ich das neue P2 Gel Make-up und es ist ein absoluter Traum. Ich habe das auf Instagram schon gepostet. Eigentlich braucht man nicht so viel, wie ich jetzt hier drauf geschmiert habe. Das war mein erster Versuch. Und das verblende ich alles super mit dem Beauty Blender, den ich vorher feucht gemacht habe. Das Make-up hat so eine mittlere Deckkraft, würde ich behaupten, und macht einfach so einen ebenmäßigen Ton. Und was ich viel wichtiger fand für mein helles Häutchen, ich sehe hier zwar relativ gebräunt aus, findet man seltener im Make-up in der Drogerie, was absolut super passt. Und das ist so ein Make-up, was ich wirklich liebe. Und dafür, dass ich eigentlich nicht gerne Make-up drauf mache, weil ich eben nicht das Perfekte gefunden hatte, ist das mein absoluter Favorit. Und für den Preis kann man das wirklich mal ausprobieren. Ich habe auch schon einige Leute damit angesteckt, ist mir so aufgefallen. Auf Arbeit tragen das jetzt meine Kolleginnen und ja, mal schauen. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis, aber das reicht mir natürlich nicht. Ich brauche noch ein bisschen Concealer, weil hier und da habe ich eben doch ein Pickelchen. Und auch unter den Augen brauche ich das ganz, ganz dringend. Wenn ihr Eltern seid, dann wisst ihr ja, wie das ist. Auch die Nase nicht vergessen. Und auch das arbeite ich mit dem Beauty Blender ein. Allerdings mit der Spitze, weil ich finde, dass man da besser unter dem Auge arbeiten kann. Fertig. Zumindest mit der Grundierung. Jetzt kommt einer meiner absoluten Favoriten von Creme Blushes und das ist einer von MAC. Den habe ich mir vor Ewigkeiten gekauft. Da gibt es auch nicht mehr die richtige Farbbezeichnung für. Ich habe jetzt einfach mal einen ähnlichen rausgesucht im Internet und verlinke euch den unten drin natürlich. Zum Highlighten nehme ich den Cinderella LE Highlighter, den ich wirklich über alles liebe. Vergesst auch bitte das Lippenherz nicht, denn wenn ihr einen nudigen Lippenstift tragen wollt, und das will ich heute, sollte wenigstens so ein bisschen Glanz da sein auf den Lippen und gerade das macht die Lippe auch viel, viel ja, voluminöser. Im inneren Augenwinkel benutze ich ein Catrice Kajal, würde ich sagen. Und der highlightet so ein bisschen den inneren Augenwinkel. Ich habe da immer so einen blauen Schatten und ich fand den einfach am besten dafür, weil es ein reiner Kajal-Look ist sozusagen. Hier habe ich jetzt einen rosanen genommen, da konnte ich leider nicht mehr erkennen, welche Firma das ist, aber das ist ein ganz weicher, ich glaube Essence hat den auch in der Farbe auf jeden Fall. Der ist so ein bisschen metallisch und lässt sich super schön für so eine Looks verwenden, verschmiert allerdings auch nicht und hält ewig lange. Hat einen leichten Schimmer drin und ja, ich finde die Farbe einfach toll. Aber da könnt ihr jeden anderen auch nehmen, also ihr seht schon, was für einen tollen Blick der macht. Ja, für unten nehme ich einen dunklen, lilanen, matten Ton, der auch schön cremig ist. Hier könnt ihr allerdings auch einen Lip Liner benutzen, in jeder Farbe, wie ihr wollt. Ich habe es halt einen lilanen genommen, von meinen Lip Linern, die ich schon Ewigkeiten habe und nie benutzt habe für meine Herbstlooks. Und der lässt sich super verschmieren auch. Und das mache ich lieber mit dem Finger als mit dem Pinsel in dem Falle. Merkt ihr sicherlich, dass ich heute irgendwie alles mit den Fingern machen möchte. Aber es macht sich einfach super und man kann ihn super schön einarbeiten. Das Ganze jetzt erstmal ohne Mascara aus und jetzt kommt natürlich ja, der Lippenstift und das ist einer von Trended Up von der neuen Reihe. Das sollte ja der Dupe zu Velvet Teddy von MAC sein und ich finde ihn ehrlich gesagt sogar einen Ticken schöner als den Velvet Teddy. Ich habe ihn nicht zu Hause, ich habe ihn mir nur mal auftragen lassen bei MAC
und fand ihn nicht so schön wie diesen Lip Liner. Der Lip Liner trocknet null aus, der ist wirklich super toll, er verrutscht nicht. Bei mir hält er sogar, wenn ich auf Arbeit mit einer Gesichtsmaske arbeite, selbst da hält er super, verschmiert mir nicht und er ist einfach ein Traum. Schaut euch ihn unbedingt an. Hier benutze ich jetzt eine meiner liebsten Pflegemascaras, und zwar ist das von Manhattan Superlash, die mit Arganöl drin. Das war, glaube ich, das waren die ersten, die das wirklich rausgebracht haben, wo ich es wirklich bemerkt hätte. Ich weiß aber, dass Astor einen ähnlichen rausgebracht hat mit einem anderen Bürstchen, also falls euch das Bürstchen zu groß sein sollte, schaut euch das von Astor mal an. So, das ist mein fertiger Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die anderen zwei Videos noch nicht gesehen haben solltet vom letzten Mal, schaut gerne auch dort vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.